So, aber wie gesagt, wir kommen ja im Schiff raus, deswegen ist das jetzt gar nicht so tricky. Aber bitte steh auf, bevor die mein Schiff zerballern. So, aber... Ugh, fuck. Zum Glück habe ich den Motor eingelassen, der ist nämlich auch... Ja, guck mal, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Huiuiuiui. So, rückwärtsgang. So. Ei. So habe ich das nämlich eigentlich erwartet. Das Problem ist, man kriegt die nicht so geil anvisiert. Oh, mein Schiff hat schon Schaden gekriegt. Das ist alles gar nicht so geil. Ich glaube aber, das Problem ist, diese Turrets sind gar nicht richtig gespawnt. Na doch. Oh shit. Okay. Ja, das ist die Sache, da kann ich jetzt halt mit dem Schiff hier echt nicht viel reißen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich werde jetzt so ein bisschen außerhalb nochmal landen. Ja, genau. Sorry. Genau so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Ja, ich habe leider schon ein bisschen Schaden genommen. Deswegen fliegt sich der Hobel jetzt nicht mehr so geil. So, wir machen jetzt Folgendes. So, wir machen jetzt den... Shit! Gott, steh einfach! Heieiei! So, ich bleib jetzt einfach hier stehen. So, da können die nämlich nicht auf mich schießen. Und ich kann aber hier raus. Ah ja. Ja gut, ist... okay. Es ist jetzt nicht optimal gelaufen, sagen wir es mal so. War jetzt aber auch dem geschuldet, dass das Haus jetzt halt auch nicht irgendwie... nicht so geil gespawnt ist, wie ich mir das vorgestellt habe. So, können wir... So, ein bisschen weiter runter. So, das hört sich jetzt gut an. So, jetzt laufen wir halt zu Fuß davor, weil die Dinger, die schießen mich als Fußgänger schießen die mich nicht an. Laufen halt schnell die 500 Meter. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber besser die 500 Meter laufen. Ah, scheiße, ist der jetzt schon wieder? Ja, gut, fuck. Ist nur aufpassen, dass sie mich jetzt nicht zufällig treffen. Das kann, wenn ich da im Weg stehe, kann schon sein, dass ich so einen Schuss abkriege. Na gut, ich glaube, unser Schiff können wir vergessen, aber es ist nicht so tragisch. Wir genießen ein wenig die Flora von Hörsten. Oh nein, mein Schiffchen. Ist ungut, wenn das Schiff jetzt kaputt geht und wir sterben da drin, ist die ganze Mission natürlich im Arsch. Aber egal. So, da seht ihr nämlich diese fetten Geschütze. Die machen richtig Aua, ihr habt es ja gesehen. Die machen echt Aua. So, ich glaube, die Mission alleine zu machen, ist jetzt auch nicht so die beste Idee. So, jetzt müssen wir hier nur den Eingang in den Hobel hier finden. Okay, ich glaube, ich bin jetzt genau einmal in die falsche Seite rumgelaufen.
Ja, seht ihr die fetten Dinger? Die machen echt fett Aua. So, wo komme ich denn da jetzt rein hier? Da ist der Eingang. Gucken, wartet da schon jemand am Eingang auf mich? Nee. Ich glaube, erst wenn wir drin sind. So, jetzt geht's los, Leute. Uiuiuiui, jetzt mal gucken, wie schnell ich sterb. Und die NPCs, die sind immer so... Nja. Schon ein bisschen nervig, dass die jetzt da oben so rumballern. Dann höre ich nämlich nichts. Aha, schau mal hier. So, ganz kurz schauen, mit welcher Taste ich den Waffenmodi umstellen kann. Die haben echt alles umgestellt, die Schweinchen. Launch the empty couple, cruise control, space break, relog. Wo ist denn das? Unlock target, exit seat, bla bla bla. Weapons on off. Ugh. Ist das jetzt standardmäßig gar nicht mehr belegt oder was? Also ich bin ja auch on flight, ich muss ja on food. Ach Leute. Ach, V ist das. Okay, funktioniert nicht. Ach, scheiße. Wow! Wow! Das war ja jetzt was. Holy moly. Wisst ihr jetzt, was ich gemeint habe mit manchmal ist es... Ja. Manchmal ist es so. So. Shit. Jetzt habe ich natürlich auch meine Waffe verloren. Das ist nicht ungut. So, bla 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 bla. So, allerdings jetzt nicht so schlimm, dass wir die jetzt verloren haben. Die können wir gleich wieder aufheben normalerweise. Ich habe jetzt nur mal das SMG ausgewählt. Ich habe den gar nicht gesehen, der war irgendwo ganz dumm vor mir, aber... Ach, das ist halt echt kacke. Zum Glück treffen die mein Schiff nicht so gut. Deswegen respawne ich jetzt hier einfach. Ja, das ist auf alle Fälle recht praktisch, wenn ihr halt eine Cutlass Red habt. Dann könnt ihr einfach solche Sachen machen, wie ich jetzt hier gerade. Oder eine Carrack zum Beispiel, der wird es auch gehen. Sonst müsste ich jetzt wieder von Lorville wieder losdüsen und da wieder dahin fliegen. Macht dann halt ein bisschen wenig Sinn, wenn ihr solche Missionen macht und nicht so ein Schiff habt, weil ihr habt es gesehen, es geht so schnell, dass ihr sterbt da drin. Ja, das ist krass. Und wenn ihr natürlich jetzt zu mehreren Leuten seid, ist es natürlich immer ein bisschen sinnvoller. Ich glaube, solche Missionen, wie gesagt, sollte man eigentlich auch nicht alleine machen. Diese größeren Missionen sind meistens Multicrew. Aber trotzdem will ich es jetzt einfach mal machen. Man kann die schon easy alleine machen, nur... Wow. Wow, 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 wow.
Nur wenn man halt Pech hat, so wie ich jetzt gerade, dann na, stehst halt da. Ich hab glaub, ich hab nicht gesaved, oder? Ja, ich hab nicht gesaved. Wieso legt er sich jetzt eigentlich auf X? Welcher Taste ducke ich mich denn jetzt eigentlich noch? Ach, das, diese Tastenänderungen, ich werde wahnsinnig damit. Prone, Respawn, wenn ich X. Sprint, Equip Grenade, Flashlight. Hier ist Crouch. Jetzt. Ich habe ja gewusst, dass ich das vorher schon hatte. So, ich würde nur gerne meine Waffe wieder aufheben. So. In der Hoffnung. So, Dankeschön. Sie denn? Lumen, zack. Uah. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Der ist aber schön gestorben, ne? So, ich muss ja jetzt genau aufhören. Wahrscheinlich hat der mich auch abgeschossen. Ich habe ihn halt einfach nicht gesehen. Ist das ein Dude da drüben? Ich sehe es nicht. Oh, jetzt kommt er. Shit, wo ist er hin? Ja, manchmal sind die nicht so sonderlich intelligent, die FPS-KI. Aber wie gesagt, wenn sie mal schießen, dann hast du halt manchmal echt die Arschkarte gezogen. Und dadurch, dass es halt hier auch keinerlei irgendwelche Marker oder sowas gibt, siehst du sie halt auch nicht. Na, du musst sie halt erkennen und dann dementsprechend abschießen. Aber hier bei diesem Dampf und so, da übersiehst du halt auch mal ganz schnell jemanden. Ist da gerade einer langgelaufen? Ja, ja, wo ist er? Schieß ihn in die Beine.
Uiuiui. Der hat mich voll erschreckt im Augenwinkel, als er da entlang gerannt ist, der Arsch. Holy shit, ey. So, wir nehmen mal Medipen. Ich bin nämlich leicht verletzt. Oder was heißt leicht verletzt? Ich war gerade fast tot. So, wir reloaden nochmal. Ich glaube, hier müsste jetzt eigentlich relativ clear sein, das Stockwerk, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, aber wie gesagt, die intelligentesten sind sie jetzt noch nicht, aber... Also die kommen schon angerannt und so, wenn du, also manchmal, wenn du echt Pech hast, dann kommen sie irgendwie zu zehnt auf dich zugerannt und dann hast du halt einfach keine Schnitte gegen die. Das ist halt immer so, wie gesagt, wenn du da einen irgendwo übersiehst... der irgendwo hinter dir ist und der kommt dann von hinten angerannt und der ballert dich halt weg. Na. So, jetzt ist halt die Frage, ist hier noch irgendwo einer? Wenn ihr hier allein unterwegs seid, scannt wirklich die ganze Umgebung ab, so wie ich jetzt, weil ihr habt weder eine Anzeige, wie viele Gegner sich hier verstecken, noch wo die sind, noch halt irgendwie in irgendeiner Weise ein Target oder sowas. Und wenn ihr dann an der Konsole seid, ist es dann doch schon ärgerlich. Wir können aber eigentlich mal aufstehen. Ja, da hinten sind normalerweise keine mehr. Es müsste eigentlich clear sein. Mich wundert es aber gerade ein bisschen, dass hier unten keiner mehr ist. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt von unten nach oben gelaufen sind, weil oben waren doch relativ viele, sage ich jetzt mal. Maus-Sensitivity mal kurz. Ups. War der falsche Knopf für die Maus-Sensitivity, das war der zum Schießen. So. So, jetzt kommt nämlich das nächste Problem. Sobald ihr das Ding hier in der Hand habt, könnt ihr nämlich nicht mehr schießen. Das heißt, wenn jetzt einer kommt, bin ich im Arsch. So, und es gibt nämlich auch zwei Treppen. Ihr könnt einmal die Treppe hier hochlaufen oder die hier. Und das nächste große Problem wäre jetzt nämlich, wenn jetzt nämlich einer die andere Treppe hochgelaufen wäre, in der Zeit, wo ich die andere Treppe nehme, dann laufen wir praktisch aneinander vorbei. Und dann wartet der unter Umständen hier und ballert mich auch ab. Aber so wie es aussieht, haben wir es echt geschafft, ja. Aber easy, oder? Ja. Gut. Müssen wir das Ding eigentlich nur noch zurückbringen und dann haben wir die Mission abgeschlossen. Folge geht schon wieder relativ lange, aber ist egal. So, beim zweiten Mal hat es doch jetzt relativ gut geklappt. Also wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen vorausschauend unterwegs seid, dann sterbt ihr normalerweise auch halt auch nicht. Also ihr müsst halt echt aufpassen. Also jetzt, ihr habt ja gesehen bei der zweiten Runde jetzt, ich war auch einmal fast tot. Hätte nicht mehr viel gefehlt, aber ich habe zum Glück Medipens dabei gehabt. Deswegen Medipens wichtig, Leute, Medipens. So, mein Schiff ist immer noch da, das ist ganz gut. Also können wir die Mission nämlich auch abschließen. Ja, die treffen halt nicht, weil da die ganzen Bäume und so dazwischen sind. Muss nur aufpassen, wenn ich starte, dass ich das nämlich nicht da. Aufpassen, dass mich nicht so ein Ding von denen trifft. Eieieiei. Wie im Krieg hier. Gott, oh Gott. Wäre es natürlich geil, wenn ich kurz bevor ich beim Schiff bin, trifft mich so ein Laser und ich falle einfach tot um.
Wobei das gar nicht so schlimm wäre, ich würde im Schiff wieder respawnen. Ich weiß allerdings nicht, was da mit dem Tresor passiert. Boah. Und ich sag's euch, wie es ist, diese also die Laser, die Schüsse hier, die können euch töten. Also wenn ihr da wirklich im Weg steht, ihr seid tot. Also ihr könnt auch von Stationen abgeschossen werden, wenn die euch treffen, wenn ihr irgendwie dumm im Weg steht und die eigentlich auf jemand anderen schießen. So Querschläge abzukriegen, ihr sterbt. Ja. Das haben wir früher immer gemacht, um den Crimestat wegzukriegen. Haben wir uns einfach von den Stationen wegballern lassen. Weil wenn du einen Crimestat hast... Nein! Ich wollte doch gerade noch wegfliegen. Nein. Warum? Hättest du die noch 20 Sekunden länger aushalten können? Oh Mann. Warum denn? Och Mann. Oh. Das war ja das Problem, weil ich das Ding nicht hingestellt krieg, oder? So. Trick 17. Wenn ihr mal was nicht hinstellen könnt. Mein Schiff ist kaputt. Na, guck mal. Ja, wenn ihr was nicht hinstellen könnt, dann einfach Waffe oder sowas ziehen, dann droppt ihr das. Hm. Funktionierst du noch? Ah ja. Boah. Puh. Ah ja, ah ja. Ui. Hui. Ui, 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 ui. Okay. Ah ja, funktionieren ist relativ. Ah. Vollgas. Weg hier. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich muss mal die Tür hinten zumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Safe rausgefallen ist. Zutrauen würde ich es ihm. Shit, shit, shit. Wie mache ich denn nochmal alles zu hier? Ach, weißt du was, bis ich die Taste gesucht habe. Uiuiui. Open Exterior. Close Exterior. Okay. Ich glaube, die habe ich kaputt gemacht. Okay. Jetzt machen wir Trick 17, Leute. Jetzt könnt ihr noch was lernen von mir. Weil mit dem Hobel jetzt landen in der Atmosphäre, das wird unmöglich. Wenn wir Glück haben... Kommen wir jetzt noch kurz zu Arrowless Harbor hoch und können eventuell reparieren. Ja. Okay. Oh Gott, dass wir da noch weggekommen sind, ey, das wundert mich ja nicht. Also das ist ja... Huiuiui. So. Oh. Okay, also fliegen tut das Ding nicht mehr wirklich. Uiu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 i. Wow. Okay. Also wenn ich mit dem Vogel jetzt noch ankomme, dann ist gut. Dann haben wir was geschafft. So, wo ist er? Ich hoffe, dass der Safe da noch hinten drin ist. So, okay, genau, was ich jetzt mache, ich fliege jetzt kurz auf die Raumstation, weil wie gesagt, ich werde die nicht, also ich werde nicht durch den Spline kommen. Mit dem Schiff werde ich da nicht durchkommen. Das heißt, weil die dreht sich, sobald ich in der Atmosphäre bin, mega. Deswegen versuche ich jetzt praktisch hier zu landen, um kurz eine Reparatur durchzuführen. Und ja,
Dann runter zum Spaceport. Das ist jetzt so mein Plan. Die lässt sich gar nicht mehr lenken. Ach du Scheiße. So, wir müssen so ein bisschen... Ja, ich muss jetzt ganz vorsichtig, muss ich jetzt hier ran. So, können wir den schon anfunken? Ich glaube, ich muss noch ein Stückel. Schau mal ganz kurz. Ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt wenigstens hier... Ne, ist noch nicht da. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens auf der Raumstation einigermaßen gelandet. Das sollte aber halt gehen, weil wir hier natürlich in der Schwerelosigkeit sind. Dann sollte das gehen. So, jetzt sind wir da. Ah komm, wir kriegen gleich hier ein Landing Bay. Ich glaube, ich stehe auf dem Kopf, kann das sein? Ah ne, wir kriegen... Da kriegen wir ein Landing Bay. Jetzt stehe ich auf dem Kopf. So. Ei. So, aber hier in der Schwerelosigkeit, da kriegen wir es ganz gut hin. Also jetzt bloß nicht irgendwo andatschen, weil sonst haben wir das Problem, dass wir eventuell explodieren. So. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir hier reparieren können. Oh nein, das ist die verbuggte Station. Ich kann nicht reparieren. Oh, da haben wir ja letztes Mal schon das Problem gehabt. Oh shit. Okay, Leute, aber es ist ja nicht so, als wären wir hier bei arme Leute. Oh, yeah. So. Oi, dass die Karre überhaupt noch fliegt, ey. So, wir nehmen einfach ein anderes Schiff. Ja, wir können hier Schiffe spawnen, das heißt, wir lassen jetzt die Cutlass hier einfach zurück und satteln um auf ein anderes Schiff. Und fliegen dann runter zum Spaceport. Na, man muss halt einfach nur ein bisschen erfinderisch sein. Wenn wir nicht reparieren können, wechseln wir eben das Schiff. So. Boah, das wird echt eine krass lange Folge. Ich glaube, die muss ich fast in zwei Teile splitten. Weil bis wir jetzt da unten sind, vergehen 1,5 Stunden für eine Mission, ey. Ich glaube, da muss ich meine Mid and Cut machen. Also wenn ihr das jetzt seht, sorry für den Cut in der Mitte. Aber das dauert hier länger, glaube ich. Eieiei. Aber war ganz lustig, mal wieder so eine Mission zu machen. Und, naja, vielleicht seht ihr jetzt auch mal so, was heißt Tricks? Meine, das sind ja keine Tricks, die ich euch jetzt zeige, aber wie gesagt, Schiff wechseln, wenn mal was ist und so hochfliegen, obwohl das Schiff kaputt ist. Das sind ja so kleine Sachen. Klar, da kann man selber drauf kommen, aber ich meine jetzt nur mal so, man muss halt immer so ein bisschen überlegen, wie kommt man aus Situationen wieder raus, wenn was halt mal nicht so gut funktioniert. Was nehmen wir denn jetzt eigentlich? Wir können jetzt eigentlich einfach mal... Ach komm, wir nehmen mal die Pisces. Ein kleines, schönes, nettes Schiff hier, mit dem wir jetzt mal kurz runterdüsen. Wir wollen ja nur kurz runter. Ich will einfach mal ein bisschen auch Schiffsvariationen reinkriegen, damit ihr das ja auch einfach ein bisschen seht, was so für Schiffe gibt. Von groß und klein und sowas. So, ja, das passiert auch manchmal, aber ihr seht, das Schiff ist trotzdem gespawnt auf Pad 03. Da müsst ihr manchmal einfach nochmal kurz nachgucken. Da ist einfach so...
die Anzeige ein bisschen buggy, dass er sagt, hey, ich hab's nicht gespawnt, obwohl er es praktisch gespawnt hat. Ne? Ist natürlich doof, wenn ihr kein zweites Schiff habt, dann könnt ihr das natürlich, was ich jetzt hier mache, gerade vergessen. Aber normalerweise kriegt ihr auch immer noch, aktuell kriegt ihr eh nochmal ein zweites Schiff immer kostenlos gestellt von CIG. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein, dass ihr da auch mal noch ein anderes Schiff habt. So, solange ich den Safe habe, ist alles gut. So, schaut sie euch an, die kleine Pisces. Pisces ist ein Begleitschiff von der Carrick. Also die Pisces kann man in der Carrick landen. Gucken wir uns natürlich auch nochmal an, keine Angst. Aber ist ein kleines, schönes Schiffchen. Wo man jetzt zum Beispiel auch mal hier schön... Jetzt haben wir aber ein Problem, weil ich die Kiste nicht hinstellen kann, gell? Warte mal. Jetzt pass mal auf, ne? Jetzt, zack. So. Genau, oder Mobiglas öffnen, wenn jetzt zum Beispiel, ihr seht hier ist waffenfreie Zone, ich konnte keine Waffe ziehen, weil irgendwie ist die Kiste hier halt auch ein bisschen buggy. Einfach Mobiglas öffnen, dann lässt er praktisch auch die Kiste einfach fallen. Ich habe gedacht, ich habe noch was zu essen, ihr könntet auch einfach was zu essen in die Hand nehmen, würde auch gehen. Aber ich habe jetzt leider gerade nichts mehr dabei gehabt zu essen. Deswegen ging das jetzt nicht. So. Dann düsen wir runter nach Lorville und dann können wir das Ding auch abgeben, ne? Da haben wir die Mission geschafft. War zwar jetzt schwere Geburt. Wir kriegen da natürlich jetzt auch kein Geld für, ne? Also ihr dürftet solche Missionen nicht als ja, dazu sehen, um damit jetzt mega Geld zu verdienen. Weil das macht natürlich gar keinen Sinn. Wir kriegen jetzt hier 10.000 UEC. Das ist einfach nur der Spaß, der hinter diesen Missionen steckt, den man damit praktisch hat. Und mal halt eine Abwechslung zu Trading und sowas. Darum geht es ja jetzt hier. Ne? Nicht ums Geld verdienen. Dürft ihr natürlich auch nicht außer Acht lassen, weil um Geld zu verdienen lohnt sich die ganze Scheiße, die ich jetzt hier mache, seit einer Stunde und 10 Minuten oder so überhaupt nicht. Ist ja klar. Aber es war doch ganz lustig, fand ich jetzt. Darum ging es mir jetzt in erster Linie. So, jetzt fliegen wir mal hier runter. Mit dem kleinen Schiff tun wir uns auch super leicht, weil da können wir viel... Was für solche kurzen Sachen kann man auch mal ein richtig schön kleines Schiff hier nehmen. Da tut ihr euch nämlich nicht schwer. Na, ihr könnt hier easy durch den Spline fliegen. Ihr könnt easy landen. Ihr braucht, müsst nicht irgendwelche großen Schiffe in irgendwelche sperrigen... in irgendwelche sperrigen Hangars reinbuxieren. War ich schon ein bisschen weit drüber. Ups, ups, ups. So. Okay, man merkt, sie hat keine V-Tolls, sie ist ein bisschen träge. Oh, drin bleiben. Oh, Starflower hebt ab. Also ihr seht zum Beispiel gerade mal so ein bisschen die größeren Schiffe. Na, die haben auch, die sind so ein bisschen träger unterwegs hier. So, wo ist unser Hangar? Da ist er. So schnell, bevor der wieder die Tür zumacht. Oh, 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 oh. Huch. Vor lauter Starfarer gucken. Oh, oh. Fliegt zu wenig mit der Pisces. Oh, so ganz umgänglich ist die nicht.
Easy. Ich bin da! Juhu! So, Mission erfolgreich ausgeführt. Ja, noch nicht ganz, wir müssen den Ding noch abgeben. Aber, naja. Dafür, dass wir ein Schiff verschleißt haben und ich einmal gestorben bin. Aber wir haben nicht mal die Waffe verloren. Ich habe sogar meine Waffe wieder gekriegt. Ist auch ganz gut, wenn ihr natürlich mehrere Waffen bei solchen Sachen dabei habt, weil ihr habt es natürlich auch gesehen. Ich habe zwar die... meine Waffe jetzt wieder bekommen, natürlich, weil die bleibt da liegen. Aber wenn ihr natürlich nur eine Waffe da habt, ich habe jetzt natürlich mehrere im Inventar, und wäre da jetzt noch ein Dude gekommen, dann hätte ich den auch abballern können mit der anderen Waffe natürlich. Aber wenn ihr nur mit einer Waffe losrennt, könnte es natürlich ein bisschen dumm werden, ne? Ist klar. So, jetzt müssen wir den Safe nur noch da am Ding abgeben. Und dann war es das. Dann haben wir unsere erste Named Mission sozusagen erledigt. Tschüss, Safe. War anstrengend mit dir. Dit. So. Erledigt. Delivery Packages. So. Ach, ja. So, das war jetzt, man kann sagen, eigentlich eine harte Geburt für 10.500 Alpha UEC. Naja. Aber hat Spaß gemacht, mal wieder so eine Mission, wie gerade eben schon gesagt, es geht ja um den Fun. Na, war doch ganz lustig. Und dass ich es doch alleine gut hingekriegt habe. Aber wie gesagt, kann man easy alleine machen. Ne? Darf man ein bisschen gucken. So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, war jetzt eine lange Mission. Jetzt, gut, ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, die Folge jetzt geschnitten haben in zwei Parts, denke ich mal. Aber jetzt in der nächsten Folge geht es dann weiter. Da werden wir uns dann noch ein paar andere Missions anschauen im Mobiglas. Vielleicht die nächste Named Mission. Vielleicht schauen wir mal auf Twitch, uns die nächste Mission gibt oder irgendjemand anderes. Dann werden wir die auch mal machen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Ja, lasst auch einen netten Kommentar gerne da. Na, könnt ihr mal meine Fails kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.